Moin Moin, willkommen zurück zu einer weiteren Runde von Legion TD2 im Ranglistenmodus. Aber Lukas mal wieder dabei. Ist ja schon eine ganze Weile her. Jetzt spielen wir wieder zu zweit. Hat Kingsguard genommen. Ich würde trotzdem als Burg reingehen. Willkommen Habe jetzt zu nicht unbedingt Bock auf Nova. Fiesta. Wir tauschen die mal aus. Die sind schon super. Kaskette habe ich eigentlich keinen Bock. Die sind kacke. Ich würde lieber den nehmen, aber dann kriege ich so viel magischen Schaden ab. Ja, nehmen wir den Kaskett mit. Was soll's. Ja. Sakura Blume. Ja, da ändert, was soll sich auch ändern? So, wenn ich Sakura Blume kriege, dann nehme ich die, weil die einfach geil ist. Und hier ist ein Zeus drin. Huch. Drüben Priesterin. Aber ich sagte, ich schwitze hier wie verrückt. Es sind 34 Grad. Mega heiß. Aber nächste Woche wird es wieder kühler. 10 Grad Unterschied. Mittwoch dann auf einmal nur noch 21 Grad oder so. Mit Regen. Naja, da bleibt mir auch nicht so viel übrig aus Schwitzen. Machen das so. Da kann ich dann noch einen kleinen Split so ein bisschen rausholen. Können auf jeden Fall erstmal noch einen Worker bauen. Auf entspannt. Noch ein Archer mit rein. Magischen Schaden. Das bringt mir nichts, gerade zu schicken. Eine Schnecke oder so macht halt gar keinen Sinn. Wo ist er? Tot? Nö. Ja, der war nicht schlecht. Ich könnte hier auch fünfmal rum reinknallen. Gucken, was passiert. Wir sollten auf jeden Fall mit dem Casket gehen. Damit wir dann ein bisschen Verteidigung mit hinstellen, dass wir Frontline haben, weil der schickt jetzt wahrscheinlich, okay, 120
Triple Robo. Oh, sieht aber gut aus für mich. Komm schon. Ah, schade. Schade, schade, schade. Ich mache ein Upgrade einfach. Schieb mal einen Turtle mit raus. Hier sind zwei Rocker mit am Start. Ja, der wird mir auf 6, auf 7 und 8 wird er mir ordentlich reinschicken, um meine Blume zu killen. Echse rein für den Zeus. Noch ein Archer rein. Mache hier einen Setzling. So, das Ganze so ein bisschen aufteilen. Gucken wir mal, ob die Echse noch rausgeht. Mit uns zwei Schnecken. Das darf die Fresse kriegen, war klar. 7 und 8 sind immer so problematisch. Ja, 9 klingt gut. Magischen Schaden mit rein. Ist viel, viel von diesen Kleinschleimen durchgekommen. Wenn es dann noch ein Casket hin. Und dann auf 9 ein bisschen magischen Schaden reinschicken oder Stich oder so. Für die Blume wäre magischer Schaden natürlich nicht schlecht. Also ich Vampir macht ja irgendwie keinen Sinn. Ich habe gar nicht gesendet die Runde. Gucken wir mal, ob wir einen Maul noch zusammenkriegen bevor der Bauphase. Das sieht gut aus, wenn er hier liegt. Haben wir genug Zeit. Das ist super. Wir werden auf jeden Fall noch einen Robo reinknallen. Kriegt man noch hin. So. Crawl. Viele Fernkämpfer. Das steht fest. Gerade wenn ich Millennium noch habe und den Crab Lord.
Blume down. Oh, wir haben richtig gut durchgedrückt. Ich habe ein bisschen was durchgelassen, aber ist nicht so schlimm. Jetzt können wir mal ein paar Worker aufbauen. Müssen auf jeden Fall hier einen upgraden. Ja. Vampir hätte ich jetzt auch nicht genommen. Für meine scheiß Caskets bringt das nichts. Okay, 120. Und den Dino. Ja, die Blume tankt, sie wird abkacken, aber die sorgt dafür, dass ich das hier halte. Oh, gerade so hohe. Ja. Ich glaube, ich stelle die Einzel weiter vor, damit die schneller ihre Scheißviecher holen. Ja, Blume ist nicht wirklich stark, die ist sehr oft abgekackt. Gerade mal 6 Stacks. Aber wir haben ja hier noch unsere Crablord Power. Und die sorgen jetzt dafür, dass sie nicht mehr angegriffen werden von den Fernkämpfern. Die sind jetzt die Frontline. Blume kackt natürlich ab, weil sie die kleinste Reichweite hat und so viele Nahkämpfer habe ich jetzt nicht. Das habe ich im Sack. Zack. So machen wir das. Ich habe hier auch eine ganz komische Frontline. Erst zwei von diesen Krabben und dann kommt das hier nach vorne. Ich brauche Stich und ein bisschen Zauberschaden. Nehmen wir den Voreis mit, dass die Blume schneller down geht und dann gucken wir mal, dass wir irgendwie noch Stich reinkriegen. Noch mehr Echsen. Take my spear. 7 Echsen am Start. Ein Voreis und ein Maulwurf. Das könnte was werden. Auch 400 gekriegt. Guck mal drüben.
Boah, er ist sehr gut auf der Blume drauf, so wie es wollte. Pyro down. Zack. Ich werde es nicht halten können. Haben Lukas geblockt, sehr schön. Und die haben auch durchgedrückt. Das war's. Von wegen eingerostet. Läuft doch. Oh, Stufe 14. Ja, mal wieder eine Runde mit Abo und Lukas. Das war's für heute mit Legion. Schaut auch gerne bei anderen Videos vorbei. Lasst ein Like und ein Abo da, so wie immer. Einen spannenden Tag. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao.